Die können sich nichts Besseres vorstellen, als Pornofilme zu drehen oder einen Escort-Service zu arbeiten. Die Jugendregierung gehört dazu, die können das. Also die können da Spaß dran haben. Ja? Das sind, gibt nicht so viele. Also Naja kann das vielleicht auch noch. Und Hyoscyamus kann das vielleicht auch. Ja? Vielleicht gibt es noch ein paar. Aber die Jugendregierung gehört eindeutig dazu. Leider ist es so, dass sie das oft nicht leben können, sondern sie führen dann ein Doppelleben. Naja. Ja? Ich habe mir Lilium Tigridum noch nicht für Männer erschlossen. Also ich weiß nicht, wie das bei Männern ist. Wie das bei... Jones. Olivia Jones. Ja, wie das bei den Männern ist, die ein Doppelleben führen. Nicht so ein offensichtliches, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, der Herr Pfarrer, der eigentlich gern an kleinen Jungs rumspielt. Ja? Und ich könnte wetten damit, dass viele, die das Problem haben, die so rumlaufen, sich abends dann geißeln, sich quälen damit, dass sie in die Hölle kommen, dass sie unter religiösen Gemütsstörungen leiden. Aber das ist so krass, das ist so heftig und so wenig gewollt, dass sie damit auf keinen Fall an die Öffentlichkeit können, beziehungsweise auch nicht zum Therapeuten gehen. Weil selbst der hartgesottenste Psychologe wahrscheinlich erstmal sagen würde, wie bitte? Ja, macht hier auch Moralapostel und spielt mit kleinen Jungs. Aber die Gemütsstörung kann ich förmlich riechen, die dahinter steht. Naja, ich gehe davon aus, dass diese sexuelle Kraft eigentlich eine spirituelle Kraft ist, die wir alle brauchen. Spiritualität und Sexualität sind zwei Ausdrücke einer Kraft. So. Und wenn ich mich bereit erkläre und sage, ich verzichte auf die Ausführung, also auf die Auslebung der körperlichen Sexualität im Außen zugunsten einer tieferen Spiritualität, ist das ja eine große Sache eigentlich. Ja? Also Mahatma Gandhi hat das irgendwann gemacht, der hat irgendwie mit 35 oder so gesagt, ich habe jetzt keine Sexualität mehr im Außen, ich will spirituell werden, ich will meine Spiritualität leben. Ist ein, ja, kann man so machen. Aber die katholische Kirche zum Beispiel schreibt das vor. Die sagt, du musst das so machen. Du darfst nicht heiraten, darfst keine Kinder haben. Und dann kommt es zu dieser Konflikthaltung. Die Moral der Gesellschaft, die eigene Moral, die ich mir selbst auferlege, kann ich mit meinen inneren Impulsen nicht verbinden. Und dann muss man sich aufspalten, ja, oder ein Doppelleben führen. Ja. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist da auch so typisch. Und dann predigt man morgens Nächstenliebe und abends geht man ins Sadomaso-Studio. Ja. Oder hat heimlich Kinder oder schläft mit seiner Haushälterin. Oder gibt sich irgendwelchen Fantasien hin. Heute ist das ja zum Beispiel im Internet total leicht möglich. Ja? Ein Bekannter von mir ist bei der Kripo und ermittelt in Kindesmissbrauchsfällen. Ne? Und im Internet, der sagt, da gibt es alles, was immer du willst, vor und ohne Ende. Und sie ermitteln manchmal 2 Jahre intensiv, damit sie überhaupt eine Handhabe haben, weil das immer so schlecht nachzuvollziehen ist. Und wo gehört jetzt diese IP-Adresse hin? Wer kommt woher? Du kannst alle Fantasien ausleben, abends heimlich. Ja, in der Fantasie sowieso. Aber für Lilium ist es immer ein Konflikt. Dieser Konflikt ist immer da, das ist immer schwierig. Und wer will das auch schon äußern? Ja. Und ich habe das dieser Pastorin gesagt übrigens. Ich habe gesagt, ja, als ich dich kennenlernte, habe ich mir immer vor, ich habe mich bei ihr bedankt, dass sie mir so ein bisschen den Glauben wieder gegeben hat. Also auch mich ein bisschen versöhnt hat mit der Kirche. Und dann habe ich ihr gesagt, na, das ist das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, immer vorgestellt, dass sie hat rote Unterwäsche an. Dann hat sie gesagt, das ist aber deins. Dann habe ich gesagt, ja, das ist meins, das weiß ich auch. Ne? Ja. Aber dieser Konflikt ist da. Der entsteht, wenn man Lilium sieht, wenn man ihr begegnet, wenn man sich mit der Kunst von Frida Kahlo beschäftigt, entsteht dieser Konflikt. Was will ich denn jetzt sein? Wo möchte ich denn jetzt hin? Was ist denn jetzt überhaupt meins daran? Was ist meine Idee von Spiritualität, Sexualität, von Ausdruck in der Kunst? Ja. Und das tiefe Leid, was Frida Kahlo erfahren hat, durch diesen Unfall, das tiefe Leid, was die dadurch erlebt hat,
hat natürlich ihr Wirken und ihr Schaffen geprägt.